Wir sind heute auf dem Account von Sean One. Mit dem besten Profilbild. Okay, oh, wir haben Wish. Okay, wir legen erstmal Wish los. Dann, er hat eine Bitte und zwar Weltarena einmal drüber schauen. Da muss ich, glaube ich, erstmal kurz was erklären. Normalerweise habe ich ja... Oh, ich dachte. Die Weltarena Teambuildings dafür. Ne? Und ich habe ja gesagt mal in einem Video, das ist schon länger her, glaube ich, dass ich für Leute, die Hilfe brauchen, vor allem wenn es so Richtung Account-Reviews geht in der Regel, ich das gerne mit einer Beschwörung verknüpfen kann. Also wir machen heute eine Beschwörung hier und ich gehe jetzt einmal ganz grob auf seinen Welt-Arena-Wunsch ein. Aber wenn ihr zum Beispiel Tipps braucht, Hilfe braucht mit irgendeinem Dungeon oder sonst was, in einer Verknüpfung mit einem Opening würde ich es weiterhin machen, so gesehen. Diese Account-Reviews in Anführungszeichen. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich euch da ein bisschen helfen kann. Oder wenn ihr Hilfe bei einem Monster braucht oder sowas. Das an sich so kein Problem. Er scheint relativ am Anfang noch zu sein. Sprich, Weltarena ist noch eher so ein Semi-Fokus. Das kann ich jetzt schon sagen gerade. Ich gehe jetzt einmal grob an. Ich spiele jetzt hier nicht. Also es ist jetzt nicht so krass, nicht so ausschweifend wie die Teambuildings. Und wie man ein bisschen was verbessern kann. Ich spiele jetzt hier nicht. Ich ruhe jetzt hier nicht um oder sowas. Ja, sondern höre jetzt zu. Dann kann ich grob eventuell sagen, woran es liegen könnte. Okay, also Conqueror 2 gerade mal. Okay, aber auch nur 21 Spiele. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. Also ein bisschen höher erwartet. Also jetzt so, wo ich mir so jetzt so den Kernel mal angucke oder Miles. Ja gut, okay, Miles geht so. Also ich kann dir einen Tipp geben. In deinem Bereich sind diese Unterstützungsmonster gar nicht mal so schlecht. Okay, was für dich wahrscheinlich ein Problem sein wird, wird wahrscheinlich das Runen sein. Das sind Grün. Oh, wow. Grün sehen aber fancy aus irgendwie. Speed, HP, HP, das ist okay. So vom Kernel mal her jetzt so. Alles 5-Star-Runen, das ist halt so ein Ding, wo ich sagen würde, das musst du halt mal ändern. Mehr auf 6-Star-Runen gehen auf alle Fälle. Vor allem jetzt, wo die auch in UG10 droppen können, so wie im UG12-Bereich. Vielleicht da ein bisschen mehr im UG10-Bereich dann farmen. Auf jeden Fall nicht die Abyss-Raids. Die Abyss-Dungeon, die lohnen sich nicht. Teammäßiges würde ich hier gar nicht ausschlaggebend machen, ganz ehrlich gesagt. Ich würde hier nicht auf Team gehen, sondern mehr so auf... Du pickst so, wenn du first, die ersten zwei Picks, pickst du so ein bisschen, was zum Team passt, also so Allrounder, sag ich mal, die immer so in einem Team reinpassen, beispielsweise der Kernel. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr slow gehen möchtest, beispielsweise pickst du Kernel dann als First Pick. Das ist okay, das kann man machen jetzt so, wenn ich mir jetzt so eine Monster angucke. Ich weiß nicht, ob hier noch was Spannendes bei ist. Vielleicht im 5-Star-Bereich oder so. Geringe Anzahl an Monster. Okay, das sind mehr oder weniger alle Monster, die du so hast. Ja, dann beispielsweise nimmst du Kernel als First Pick. Das ist vollkommen okay, das kann man machen. Was ich hier raten würde, vor allem in dem Bereich, Riley 6-Star machen, Skill-Uppen. Gegebenenfalls Riley Fusion, um die Skill-Ups voll zu bekommen. Ja, weil die zwei kannst du eigentlich gut zusammenspielen. Denn wenn du sagst, du baust dir die zwei jetzt hier vernünftig und du pickst diese zwei als dein, ich sag mal, Anführungszeichen Core-Team. Ja, sprich, das sind Monster, die in dein Team passen und mit denen du dann versuchst, drumherum dem Balance laufen zu bringen, so gesehen. Ja, dann pickt ja der Gegner was und dann musst du natürlich auch noch ein bisschen versuchen, auf den Gegner zu reagieren. Wenn der Gegner jetzt zu viel beispielsweise Feuer pickt und du dann aber beispielsweise mit einem Punbeak reingehst, weil das einfach zu deinem Team gehört, das passt nicht. Das geht nicht. Ja, das kannst du nicht machen. Sprich also, da musst du dann diese Ausweichpicks machen und die würde ich dann zum Beispiel sagen, je nach Teamart des Gegners gehst du dann zum Beispiel auf Wusa, Miles, was ist das? Triple Ref? Den Zorn, okay. Also da würde ich dann eher ein Triple Ref werde wahrscheinlich bauen. Sowas halt, wenn er zum Beispiel, wenn er Edna geht, sehr AOE-lastig geht, dann gehst du auf ein Triple Ref werde, also dreimal Revenge werde mit 100 Crit, sehr tanky, am besten 100 Rest, aber ich glaube, das wird nicht machbar sein. Sowas halt. Ja. Was ich hier schon mal raten kann, was du hier gar nicht brauchst in der Weltarena, ist sowas wie Jultan, Crow. Sowas wirst du ja nicht brauchen. Raouk, jetzt, okay, vielleicht sind die von der 4-Star League. Dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Vielleicht sind die noch von der 4-Star League. Aber so jetzt in der regulären Weltarena wirst du diese, also hier Jultan, Crow, Raouk,
Panbeak, Lapis, Kaki vielleicht, brauchst du so in der Regel gar nicht. Ja, also da würde ich gar keinen Fokus drauf legen. Die kannst du getrost zur Seite legen. Was ich dir raten würde, auf jeden Fall zu bauen, ist Rakuni. Auf alle Fälle ist leicht, genau, leicht so Skill-Up. Dem hast du Six-Star, den baust du dir auch. Das ist ein Monster, der jetzt aktuell in der Meta sehr, sehr strong ist. Und da wirst du einfach sagen, du machst Rakuni oder Karnal First Pick und dann baust du den Rest halt drumherum. Das ist jetzt halt schwer zu erklären, weil ich jetzt gerade, naja, das ist halt vom Gegner immer unterschiedlich. Das ist dieses Prinzip, da musst du viel spielen, um das zu verstehen, wie und was du da machen möchtest. Ne? Oder als Damage nimmst du dann noch Shiho oder Miles. Es kommt immer drauf an, wie der Gegner ist. Ja? Miles ist halt zum Beispiel eher so der Bruiser, der tankigere. Auf Schildtempo kann man machen. Vio wäre natürlich besser. Er braucht keinen Attack. GF auf Speed, HP, HP. Ja, relativ okay, fast. Am besten Vio halt auf Schild und Vio halt. Und dann geht das auch. Ne, sowas halt. Oder jetzt auch mit diesen Monstern hier. Mit denen kannst du am Anfang sehr viel spielen. Zum Beispiel, wenn du merkst, der Gegner geht sehr wasser- oder windlastig, aber du hast jetzt nichts krass feuerlastiges, dann gehst du halt mit einem Dominik rein. Oder Marsha, wenn der Gegner sehr wind- oder feuerlastig ist. Sowas halt, ne? Also das ist so ein bisschen mehr so ein bisschen, das musst du lernen. Da kann ich nicht groß helfen, weil die Kämpfe sind einfach zu unterschiedlich, um das sagen zu können. Deswegen versuch dir so ein Core-Team zu bauen. Ich würde dir auf jeden Fall raten, bau dir einen Rakuni für die Weltarena, mach die Riley ready. Und dann hast du schon mal so ein paar Monster, die auf jeden Fall in die Richtung gehen. Du kannst auch gucken, dass du da mit Kanal, Riley und Rakuni reingehst und dann den Rest so abhängig vom Gegner machst, so ein bisschen. Wenn der Colonel zum Beispiel mal weg ist, gut, dann pickst halt zum Beispiel Miles, Rakuni, sowas halt. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ne, das ist schwer zu sagen, weil es variiert sehr stark. Du musst ein bisschen mehr versuchen, deine Runen zu optimieren, das auf jeden Fall für die Weltarena, aber ich denke mal, so F3 könnte drin sein, denke ich schon. Dass man halt die Runen optimiert, auch was Six-Star-Runen angeht und sowas. Genauso wie die Miles dann halt im besten Fall auf Vio-Schutz, ne, auf HP hier. Oder dem Wooser. Gut, den kann man auf Swift vorerst lassen, so in deinem Bereich. Das ist okay, auch wenn 99 Speed auf Swift echt gering ist. Aber gut, wir müssen halt auch den Stand, ne, mit einsehen. Den würde ich dann in deinem Fall auf jeden Fall auf Triple Ref bauen. Wer der countert halt die AOEs aus, wie Edna, Savannah, je nachdem, was halt da unten gespielt wird. Ne, sowas halt. Lauren wirst du nicht groß brauchen. Okeanos gegebenenfalls auch nicht. Riley, wie gesagt, würde ich versuchen. Speed HP, HP ist fein. Sehr bulky bauen, nicht groß, er muss nicht mega fast sein, wird in den meisten Fällen eher der langsamste wahrscheinlich sein in deinem Spiel. Wichtig, finde ich persönlich, ist die 100 Rest. Ja, das ist sehr, finde ich persönlich, wichtig bei Riley. Charion kann man bauen, ist nichts so krass Verkehrtes, aber wie gesagt, da muss auf jeden Fall die Runen müssen stimmen, würde ich eher Hybrid bauen auf Speed, HP, Attack wahrscheinlich so in deinem Falle. Ne? Oder gegebenenfalls sogar Fatal bauen, dass der Schaden ein bisschen besser raumkommt und dann eher auf HP, HP gehen oder sowas. Ne, und sowas halt. Sonya wirst du wahrscheinlich gar nicht groß einsetzen können, weil die sehr schwer zu bauen ist auf dem Stand. Ariel ist ein guter Counter, wenn der Gegner mit Nora oder vielen Debuffs kommt. Wenn du den auf 100 Rest baust und sowas, sieht der okay aus eigentlich. Jultan wirst du nicht brauchen, Vigor auch bedingt vielleicht. Auf deinen Stand kann man ihn vielleicht noch benutzen. Auf jeden Fall Rakuni bauen, Riley bauen und dann erstmal mit dem arbeiten, was du hast. Die Runen ein bisschen optimieren und dann passt das auch. Erstmal. Also damit solltest du, wenn du es gut optimierst und alles, zumindest in F reinkommen. Gut, Beschwörung. Wir haben den 3.7., aber ich gehe jetzt in den 14.6. heute rein. Und wir starten. Wünsche ist, by the way, einfach nur was Neues mit Spezialbeschwörung. Und Dupes hat da nichts zu gesagt. Die werde ich jetzt einfach mal behalten. Stones lasse ich weg. Genau, gut. Und wir starten. Blessing hat er nicht, ne? Nee. Gut, dann können wir mit den MS ganz getrost anfangen und hoffen, dass wir irgendwas Schönes ihn heute ziehen, was ihm vielleicht auch in der Weltarena oder so ein bisschen Spaß bringen kann. Ne, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ein bisschen Spaß bringen, was man in der Weltarena spielt. Also wenn wir irgendwas ziehen, wo ich sage, da kannst du dir für die Weltarena bauen, dann sage ich's. Ja, wenn wir jetzt nichts ziehen, gut, dann, naja. Aber so im Großen und Ganzen sage ich es dir dann. Den zum Beispiel schon mal nicht. Das ist eher so ein Skill-Up, vielleicht für Amduat oder so. Aber ich schätze nicht, dass du ja Hall of Hero mitgemacht hast. Das sah mir jetzt nicht so danach aus. Gut, das ist eher so ein Belagerungskampfmonster, das ist jetzt nicht schlecht. Also ein Belagerungskampf ist nicht schlecht, ein Solo-Raid ist ja auch okay. Ne? Da war jetzt ein Early-Game-Bereich. Ich sag mal so ein bisschen was zu manchen Monstern. Oh! Oh! Ist das Feuer? Oh. Ja, geht's jetzt zu Indra. In Feuer, den hätte ich sehr gerne, Mann. Der soll richtig gut sein, auch für die Weltarena. Teilweise wegen dem AOE und Double-Hits.
kann man sich bauen für die Weltarena. Sei aber mit Bedacht, die Monster sind neu. Heißt nicht, dass die auch echt gut sind. Also ich habe nur gehört, dass der Feuer nicht schlecht sein soll. Deswegen GZ zu Indra. Nice, Alter. Oh, den hätte ich so gerne, Mann. Also irgendeinen hätte ich davon sehr gerne. Achso, by the way, nicht, dass du dich wunderst. Ich packe gleich alles, weil dein Lager, das ist sehr voll. Ich packe alles hier rein gleich. Ne? Nicht, dass du die Monster gleich suchst oder so. Oh, GZ. Richtig stark. Ach, Mann. Achso, ja, ich habe heute auch. Ich habe heute noch privat, also für mich heute, für euch ein bisschen später, auch beschworen, meine Stones nochmal. Für Marsha, ich habe Tesha gezogen. Vielleicht ist der Fluch jetzt vorbei. Ich habe zwar nicht die Marsha bekommen, sondern nur einen Dupe Tesha. Aber vielleicht, ich bin guter Dinge, dass der Fluch vorbei ist. Die Zythermeisterin im Wasser ist... Kann man auch für Weltarena nutzen, aber ist sehr bedingt. Würde ich aber erstmal zur Seite schieben. Bryant ist... Nee, das ist Fedora. Okay, Fedora ist an sich okayisch, aber jetzt für Early-Game-Spieler auch eventuell jetzt nicht so, dass... was man möchte. Also außer die 5 Stars, die lasse ich draußen gleich, aber den Rest hier, da tue ich alles hier rein. Also wenn du die suchst, bis auf 5 Star, die lasse ich draußen, findest du alle da drin. Okay? Gut. Alter, einfach Indra gezogen. Ich dachte zuerst, das Wind. Ich glaube, Wind ist, Wind? Wasser gefällt mir auch richtig gut. Also ich habe mir jetzt mal ein paar Matches so in der Weltarena angeguckt, jetzt wo es angelaufen ist, mit dem Wasser. Wasser ist auch richtig geil. Mit dem Provo, der Schaden ist echt nicht schlecht. Skaliert auf Death. Eigentlich richtig stark. Den Blitzelfritzel da, den Wind habe ich jetzt noch nicht so stark gesehen. Aber der soll auch gut sein. Ich habe mir noch nicht die Base Speeds von dem angeguckt, by the way. Von den Monstern. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Da einfach Indra gezogen, ey. Ich will auch, aber Digges gezählt, also... Wirst du, ich weiß nicht, ob du jetzt schon was mit dem anfangen kannst, weil du halt sehr frisch bist. Ach, ma, geil, Alter. Geil, geil, geil. Hätte ich auch gerne. Da bin ich hier neidisch, so ein bisschen, ey. Ich würde mir instant bauen, instant damit rumballern. Sofort würde ich sowas bekommen. Ja, boah, da bin ich stark dabei, Alter. Ich hau rein da. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Da hätte ich nicht viel Platz. Also es wird heute sehr viel Lager gelaufen. Aber ist schon okay. Sind jetzt nicht so viele Schriftrollen, das ist schon okay. Also ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich bezüglich der Weltarena. Wie gesagt, wenn du was Ausführliches haben möchtest, kann ich dir nur raten, ne, Teambuilding anmelden. Da, wenn du dann da gezogen wirst, dann kann ich da spezieller drauf eingehen. Aber das wäre, würde ich das jetzt hier machen, das wäre zu unfair, weil ich jetzt Weltarena Teambuildings halt anbiete, ne? Beim Account Review sehe es ein bisschen anders aus, aber... So wäre es vielleicht ein bisschen unfair den anderen gegenüber, wenn ich... Ah, der war Asura im Wasser, okay. da jetzt so krass drauf eingehen würde, ne? Deswegen, ja. Aber so ein paar Tipps und sowas, das kann ich ja geben in der Kombination mit da... mit einer Beschwörung, das ist kein Problem. Account Reviews kann ich dann auch ein bisschen expliziter machen, ne? Weil ich sie ja prinzipiell gar nicht anbiete. Sowas halt, ne? Das ist okay, aber so, ja. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich, aber ich denke, du weißt, was du ungefähr jetzt machen kannst, um sich ein bisschen zu verbessern, vor allem monstertechnisch. Und ja. Gut. Ich glaube, das bleibt aber auch bei Mindra hier, hä? Bei dem Feuerdude. Ich weiß nicht, wie der heißt. Den Namen habe ich jetzt noch nicht so ganz drauf. Wäre aber echt funny, würden wir einen neuen kriegen. Ups, nee, nicht hier. Das da. Wie gesagt, Asura und so sind auch da drin, ja. Also, du siehst es ja. Alles da drinnen. Wie der Wasser ist, by the way, keine Ahnung. Asura, keine Ahnung. Habe ich noch nichts zu gesehen. Nichts groß zumindest. Ich habe nur den Wind hier und da jetzt mal gesehen, dass er okayisch sein soll. Feuer habe ich hier und da gesehen. Hat mir jetzt aber nicht so angetan, muss ich sagen. Ja, ne? Gut. Kriegen wir noch was? Aus dem MS? Nee. Ich glaube, wenn ich jetzt die Zurückerstatteten hole hier. Nicht hier, hier, nicht. Da. Attributscrolls und so zählen ja, glaube ich, nicht zu MS. Deswegen kann ich die MSer jetzt eben durchhauen. Und ich glaube, das hier wahrscheinlich auch. Außer er hat schon mal beschworen jetzt in der Zeit. Aber ich denke nicht. Na. Oh, fehlt sogar noch ein bisschen was, um alles zu bekommen. Aber den
Zeug hole ich schon mal. Wie sieht's hier aus eigentlich? Kann ich auch mal kurz gucken. Energie, okay, die lasse ich mal. Da weiß ich nicht. Energie lasse ich auch mal. Ich weiß nicht, ob wir noch bis zur LD kommen. Dann würde ich die vielleicht holen. Aber die Energie, die Mana und so lasse ich. Wie sieht's hier aus? Ich gehe mal kurz die Events einmal durch. Grob. Schwörers. Okay, das sammle ich alles ein hier. So, okay, dann gehen wir weitermachen. Vielleicht noch ein Net5. Jetzt noch Wasser-Indra oder Wind-Indra. Boom, so hinterher. Das wäre funny, Alter. Das wäre funny, Alter. Guck da. Boom. Aquila. Wirst du erstmal nicht brauchen. Ist ein Stripper, aber braucht man so in der Regel erst einmal nicht. Dann haben wir hier ein Galleon. Okay, Galleon ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob du schon einen hast, aber ich denke schon. Wenn nicht, ist gut. Kann man bauen. Nicht unbedingt für Weltarena, aber für den Rest. So, jetzt gehen wir hier nochmal die restlichen holen. Dann nochmal da bei dem Zurückerstatteten. Super duper. Alter, der Indra, der, das ist schon geil, ne? Also ich glaube, der Feuer ist echt nicht so bad. So was ich jetzt so gesehen, gehört habe. Eigene Erfahrung konnte ich jetzt so nicht machen. Ich glaube, der ist echt nicht so bad. Viele hin und her gelaufen hier heute. Tut mir leid. So, alles da drin, ne? Wie gesagt. Und the last one. Leider nicht. Gut, dann gehen wir jetzt auf Feuer, was die wenigsten sind. Leider nichts. Dann gehen wir auf Water. Ein Blitz hier vielleicht. Einer. Einer. Nope. Dann Wind. Go. Ein Blitz hier. Ja, dankeschön. Achso, der wollte noch Vampir-Skill-Ups. Das weiß ich noch für den Dark-Vampir hier, diesen Eriger. Da war übrigens der Wind-Asura. Wie gesagt, der soll, glaube ich, okay sein. Hab aber bis jetzt nur so semi was davon gesehen. Gehen wir auf die 100er Special Scrolls. Oh. Okay. Also Vamp-Skill-Ups werde ich da mal vorziehen. Commune-Skill-Ups, Yono-Skill-Ups, Dia-Skill-Ups, Immensity-Skill-Ups. Ich gehe mal auf Manubis, weil man theoretisch Q-Bear Fusion kann, wenn man Skill-Ups braucht für Immensity oder sowas. Nö. Da wäre es vielleicht ein bisschen leichter, sowas zu machen, als falls man, vielleicht braucht man ja noch Commune Skill-Ups oder sowas. Keine Ahnung, wer weiß. Oh, okay, zweiter Blitz mit. Okay, da alle neu sind, alle alt sind, nehme ich jetzt hier den Vampir wegen Skill-Ups, ne, für den Eriger, wie er sich gewünscht hatte. Okay, schon wieder voll. Das ist jetzt ein bisschen nervig heute, aber passt schon. Alles da drin, wie gesagt, wir haben nur den Feuersucher nicht gezogen bis jetzt. Aber wir haben ja noch hier unten die da. Warte, machen wir jetzt mal eben. Da haben wir den Feuer, gut. Jetzt haben wir alle einmal gezogen, das ist schon mal etwas. Ist super. Super duper. Gut. Ah, noch ein Blitz, wollte gerade sagen, kriegen wir noch einen Blitz, oh ja. Hier nehme ich auf jeden Fall den Safe, den Robo-Skill-Up. Gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob du den Robo hast. Aber vielleicht ziehen wir ja Dark-Robo oder sowas. Aber ich glaube, auf deinen Stand halt noch nicht so interessant, weil du den wahrscheinlich gar nicht so schnell und so gut kriegst, dass er was macht in der Weltarena. Ich denke, da wird es halt das Problem. Was haben wir denn noch? Wir haben ja noch gute Scrolls, sehe ich gerade. 4 All-Attributes, ne, 3 All-Attributes und ich glaube 5, ne, 6. 6 Legis und ein paar LDs. Na, ich bin auch guter Dinge, ey. Vielleicht noch Licht-Indra? Ich glaube, der soll echt gut sein. Boah, das wäre geil, oder? Licht-Indra jetzt so? Also gleich? Alles, naja, ich nehme auch Fua vielleicht Skill-Ups. Man weiß nicht, weiß nicht. Weiß ich jetzt nicht so. Okay, schon wieder voll. Das ging jetzt aber verdammt. Ja, da steht ein Robo drin, habe ich gerade gesehen. Also Windrobo. Aber ob du den jetzt auch so gut bekommst, weiß ich halt nicht. Ah. Okay, und? Alle Kacke. Vielleicht Orion. Weiß ich ja nicht. Oh, back to back. Nice. Ja, ich hätte hier gerne mal wieder eine Net5-Auswahl.
Oh, ich dachte kurz. Naja, nehmen wir Azura, weil neu, ja? Also, nicht weil neu ist, aber weil neues Monster, vielleicht für ein Skill-Up dann, für, weiß ich, welchen du dir da halt bauen möchtest dann halt, ne? Kann ich ja jetzt so nicht wissen. So, let's go. Komm, ich hätte hier echt mal gerne wieder eine Net-5-Auswahl. Das ist ja richtig geil, Mann. Nee. Ja, nimm mal einen Snipper hier, ne? Glaube ich. Nehmen wir den Snipper. Nummer 25, komm schon. Ich hätte hier, ey, oh, komm schon, so eben. Ich glaube... Ups, hab's geskippt, sorry. Ja, Morris ist neu. Nehmen wir Morris. Okay, ich glaube, das letzte Mal, dass ich hier eine Five-Auswahl drin habe, war wirklich bei mir. Bei meinen ersten 100. Die allerletzten. Also die allerletzte Scroll, das war eine 3-Auswahl mit Manon. Dupe. Also waren 3 Dupes. Aber die Manon in der SW-Form war halt neu. Aber naja. Aber naja. Okay. Kriegen wir, please, eine Five? Also kriegen wir erstmal noch einen Blitz. Hier aus diesen Scrolls. Das wäre schon mal ein Anfang. Einen noch. Jetzt. Ah, fuck. Okay, dann gehen wir zu den LDs. Ja, 7 Stück. Okay. Wish? Ich weiß nicht, hat er LD5? Ich habe, glaube ich, noch keinen LD5 hier gesehen. Aber wer weiß. Vielleicht LD5, Han oder Fritzeblitz, Licht? Boah, das wäre geil. Nein, wir kriegen erstmal nur die. Ich weiß, wie heißt die? Ich weiß nicht, wie die heißt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, wie die Licht heißt von der. Komm schon. Ein Blitz hier. Ein Blitz in den LDs wäre auch schön. Glaube ich. Bestienjäger. Geil. That's the shit what we want, ey. Komm schon. Einen. Ja. Komm. Hau raus. Ich kann nicht hingucken. Ist zwar nicht mein Account, aber ist immer so spannend bei LDs. Okay, was haben wir? Ein Dark-Typ. Oh, Better? Oh. Nice, GZ, die kann man spielen. Die ist not bad. GZ, da bin ich schon ein bisschen neidisch zur Better. Nicht schlecht. Better ist not bad. Das ist nicht schlecht. GZ, ich hoffe, das ist kein Dupe. Ich weiß jetzt nicht. Oh, Better ist nicht schlecht, ey. Ah, und ein Blitz sogar bekommen. In der Anzahl nicht selbstverständlich. Muss man halt auch sagen. Nicht selbstverständlich, dass man hier einen Blitz rauskriegt. Ja, GZ. Kann man auch in der Welt Arena spielen, aber bedingt. Also in deinem Bereich vielleicht eher als später. Ne? Eher so BK-Monster. Aber kann man spielen. In deinem Bereich auf jeden Fall. Schade. Wäre noch ein Blitz, wäre geil gewesen, ne? Das wäre richtig geil gewesen. Okay, auch Better ist schon nice. Okay. Wie viel Platz haben wir? Haben wir noch genug Platz? Okay, gehen wir zu den Legi-Scrolls. Nur ein Net-5 ist ein bisschen schade. Melia. Ich hätte gerne noch ein Net-5, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Net-5, ein LD, nicht Hall of Hero. Das wäre nice. Also wie gesagt, wäre eine gute Beschwörung, wenn wir jetzt noch ein Net-5 kriegen. Dann bin ich mega happy. Mit der Beschwörung ist dann... Das ist fein. Vor allem Indra, geil. Ist zwar, wie gesagt, alles was Neues, hat er gesagt, ist Wish. Ja. Haben ein paar Vamp-Skill-Ups gezogen. Das ist ja auch schon mal etwas, ne? Ja, also ein Net-5 fehlt mir noch. Ein Net-5 und ich bin mehr als zufrieden mit dieser Beschwörung. Aber LS gönnen irgendwie derzeit gar nicht. Keine Ahnung. Schokokrieger, Alter, geil. Nee, die LS, die wollen derzeit nicht gönnen. Und nochmal ein Joker. Okay. So, 3 All-Attribute-Scrolls. Wir haben hier noch die Chance. Nochmal hier, ne? Hier Spiel. Fritzelblitzen, Licht. Richtig geil. Dyrus. Oh, wie geil die einfach aussehen, Alter. Vielleicht haben wir Glück. Wer weiß. Machen wir mal so. Boom. Komm. LD5. Hier raus. Erste Mal. Okay. Skill-Up für dein Irrigar. Immerhin. Besser als nichts. Komm schon. Drück LD raus. Drück hier LD raus. Oder zumindest nochmal ein Net-5. Wir doppeln mit den 4-Stars. Komm, the last one aber jetzt, oder? The last one jetzt. Ah, nee. Nee, nicht so ganz, ne? Ah, okay. Wir haben ein Net-5 und eine Better. Ey, das ist eigentlich nicht schlecht.
ist echt nicht schlecht. Also Beta ist nicht schlecht. Bei Beta bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich räume jetzt nochmal kurz ein bisschen auf. Ich hoffe, du findest die Monster auch. Ein bisschen unordentlich hier, aber ich packe hier alles rein, bis auf die coolen Sachen. Das ist halt der Fritzelblitzel hier. Der ist auch schon cool mit seinem Sharingan hier. Ja, ist eigentlich echt geil. Gefällt mir. Und dann noch eine Beta hinterher bei der Anzahl. Hat die erweckt sogar einen Speed? Oh, krass. Okay, so, dann war's das. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen mit der Dings, mit dem Welt-Arena-Kram. Ich hoffe, du bist zufrieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.